Hey und herzlich willkommen zur 5. Folge von Anno 1800, dem Szenario Eden am Ende. Freut mich wieder megamäßig, dass ihr mit dabei seid. Beim letzten Mal haben wir es geschafft, hier unsere Luftqualität in den Griff zu bekommen. Hat jetzt einen positiven Effekt, was mega, mega gut ist. Und geschafft, hier den Staudamm weiterzubringen, der jetzt komplett in Mache ist, weil wir alle nötigen Materialien geliefert haben. So, während dieser Staudamm sich jetzt schnell erweitern wird, müssen wir für einige Materialien sorgen, die vor allem in Phase 2 interessant werden. Und das sind weitere Ziegel. Und das heißt, wir können diese Produktion hier wieder weiterlaufen lassen, haben nämlich jetzt ja so einen leichten Puffer drin, um halt damit zu hantieren. Sollten auch gucken, dass wir jetzt hier langsam unsere Siedlung nochmal ein bisschen erweitern in das, was wir jetzt hier zum Beispiel eh abgeholzt haben. Und machen zum Beispiel jetzt hier so eine Geschichte draus. Dann können wir nämlich das Lagerhaus hier komplett wegräumen. Die Straße hier brauchen wir nämlich auch gar nicht mehr. Und machen hier nochmal ein schönes, großes Wohngebiet hin. Genau, so und so. Dann können wir hier nämlich nochmal eine wunderbare Achterreihe hinpacken. Genau, in alle Richtungen. Das alles nochmal eine wunderbare Straße hier reinziehen. Sehr gut, dann können die nämlich schon mal weitermachen. Wir müssen jetzt hier nochmal eine Entscheidung treffen. Dem Volk fehlt es an einfachen Sicherheitsausrüstungen. Deswegen kommt es bei der Arbeitsstelle nicht zu Unfällen und Krankheiten. So, jetzt haben wir die Option Sicherheitsmaßnahmen in allen Gebäuden verstärken, würde bedeuten, überall steigen die Wartungskosten für 30 Minuten und, aber das wäre ganz cool, alle Fabriken haben minus 15 Brandgefahr. Hört sich sehr gut an eigentlich, das können wir eh nicht machen, weil wir keinen Kautschuk haben und ungenügender Schutz, überall Produktivität runter ist keine Option. Das heißt, wir nehmen die erste und nehmen die höheren Kosten in Kauf, wir haben aber oben auch einen guten Puffer, insofern alles an dieser Stelle relativ entspannt noch. Gut, dann hier, ihr seht schon, Bretter gehen nicht weiter, weil wir keine Baumstämme haben. Das heißt, wir müssen leider nochmal zu Ungunsten der Natur doch nochmal das ein oder andere Holzfällerlager bauen. Und hier unten bietet sich vielleicht was an. Und hier oben könnten wir auch nochmal gucken, ja, vielleicht hier, dass wir da nochmal an ein paar Baumstämme kommen, weil sonst geht es hier einfach überall nicht weiter. Das ist natürlich auch ziemlich ungünstig. So, nehmen wir hier nochmal ein paar Häuser mit rein, dann sind wir nämlich hier erstmal auf einem ganz guten Stand in der Erweiterung der Siedlung. So, genau, Ziegelsteine kommen rein, beim nächsten Mal brauchen wir auch Stahlträger. Das ist noch ein Riesenpunkt, denn, naja, die Stahlträger oder die Stahlfabrik hat minus 15 Luftqualität, das ist ziemlich hart und das können wir uns momentan einfach nicht leisten, weil wir einfach nur 10 Puffer haben. Ja, und das ist einfach blöd. Deswegen, da müssen wir uns dann gleich drum kümmern, indem wir dann zum Beispiel Werkzeugfabrik oder so komplett stillstehen lassen, dass wir da die nötigen Kapazitäten nutzen können. Wo wir uns auch jetzt mal ganz kurz drum kümmern sollten, weil es sowohl Obreros als auch Journaleros beeinflusst ist, dass wir eigentlich zu wenig Fisch und zu wenig Bananen haben. Eigentlich zwei sehr einfache Sachen, die wir sehr schnell beheben können. Ne? Banane ist einfach ein easy Gebäude. Haben wir hier nochmal gut Platz für. Hier können wir eh, also einfach durch das Eisenwerk da eh gerade nicht viel groß bauen. Das heißt, hier können wir den Platz noch dafür super nutzen. Und auch hier würde ich sagen, kann man vielleicht noch so einen Bereich dafür hinbekommen. Das heißt, wir führen hier mal von dem nochmal so eine Straße hier hoch. Und packen hier auch nochmal eine Bananenplantage hin, die dann auch nochmal positiv von hier beeinflusst wird. Und gucken mal, dass wir hier auch möglichst wenig Wald damit zerstören. Okay, perfekt, da sind sogar schon die 64 Felder erreicht. Das ist ziemlich gut. Dann haben wir nämlich hier einfach nochmal zwei zusätzliche Bananen geschaffen, die uns stark weiterhelfen werden. Okay, dann haben wir beim letzten Mal hier eine Quest angenommen. Die Untersuchung der Delfine, da mussten wir hier was bergen, das machen wir auch eben. Und perfekt, Maya gibt uns hier nochmal zwei Herbarien, die wir sehr dringend auch benötigen. Denn wir haben natürlich, ne, ihr seht es, die Luftqualität nimmt zu, müssen aber ja noch das Stahlwerk bauen und so weiter. Also so ein paar Forsthütten mehr wären nicht schlecht und wir gucken nochmal rein, was wir dafür benötigen. Brauchen halt vier Herbarien dafür. Das heißt, zwei müssen wir vielleicht noch durch so eine Quest oder vielleicht findet man hier nochmal irgendwie was auf dieser Insel. Aber ich bin da einfach blind für, glaube ich. Ich gehe nochmal mit der Maus so ein bisschen drüber. Hier ist nochmal was.
Fisch und Banane ist natürlich super. Hilft uns jetzt gerade kurzfristig auf jeden Fall weiter. Aber ansonsten sieht es hier, hier ist das Forschungsinstitut, hier ist eine Schatzkammer. Das hilft uns alles nicht so. Ja, hier haben wir noch was, so ein Item, vielleicht nutzt uns das noch weiter. Waldgarten, das können wir alles vergessen, glaube ich. Gut, nicht weiter tragisch, wollte aber kurz nochmal den Blick da rein riskieren. Ich lasse wieder ein bisschen schneller laufen, unser Schiff ist auch hier wieder da. Kann das nochmal so ein bisschen hier unten vielleicht auf Erkundungstour fahren. Vielleicht gibt es noch gute Inseln, die wir nutzen können, um coole Sachen zu finden. Was ich mir auch überlegt habe, wir können hier bei den Obreros einmal Tortilla quasi als Bedürfnis ausstellen, aber schon Tortillas produzieren. Dann geht das nämlich hier schon mal in die Produktion rein, aus dem Grund, dass wir dann, wenn es soweit ist und die Phase hier durch ist, in schlanken 11 Minuten, ich mache mal ein bisschen schneller, dass wir dann Obreros brauchen. Und dann gehen wir mit den Gebäuden hoch und sagen dann, hey, dann könnt ihr auch Brühkaffee und Tortillas haben und dann kriegen wir nochmal einen richtigen Bonus drauf. Das ist, glaube ich, gut machbar. So, was wir auch noch brauchen, ist ja Fisch. Ne? Habt ihr ja gesehen, Fisch ist hier das nächste Bedürfnis, was noch nicht so sauber ist. Und da fehlt es auch an allen Ecken und Enden. Hier bei 0. Aber wir haben ja noch ein super Item gehabt. Nämlich hier die Aquakultur. Die nutzen wir dann auch mal. Und dann können wir nämlich hier 5 Aquakulturen bauen. Und ich würde sagen, wir nutzen hier den Platz, den wir eh so ein bisschen abgeholzt haben und setzen hier unsere Aquakulturen mal rein. Ich glaube, das ist so ein 3x3 Gebäude. Ich mache hier mal kurz die Straße weg. Genau, ne? Also ja, das sieht ganz gut. So, müssen schon wieder eine Entscheidung treffen. So, ja, wie bauen wir es am cleversten? Ich glaube, so sieht es ganz gut aus, falls hier noch irgendwas kommt. Genau, treffen hier die nächste Entscheidung. Das heißt, steigende Temperaturen ziehen Arten an, die unsere Pflanzen zerstören und manchmal Feldfrüchte komplett vernichten. Wir müssen mehr von jeder Pflanze anbauen, bedeutet plus 20 Module. Ist ungünstig, weil wir gerade da relativ gut gebaut haben. Schädling mit Pestizid würde 30 Minuten dauern. Und wir haben... Wir würden die Bodenqualität verschlechtern. Ist aber nicht schlimm, die ist noch relativ gut. Und Minusproduktivität ist keine Option. Das heißt, wir nehmen die Pestizide. Genau, haben dann hier jetzt einen kleinen Malus drin. Aber die Aquakultur bringt uns hier ein Positiv. Das heißt, wir werden hier nochmal Aquakulturen bauen und dadurch quasi den Negativeffekt ein wenig ausbaden. Genau, so. Jetzt hier bloß nicht zu viel Wald vernichten. Und ich würde sagen, hier brauchen wir auch nochmal eine Aquakultur hin. Hier ist ja auch nicht mehr so viel Wald. Genau, so sieht es eigentlich ganz gut aus. Und dann können wir hier nämlich so und so. Perfekt. Genau, und haben hier nochmal Aquakulturen. Und dadurch haben wir hier trotzdem plus 3, weil die Aquakultur hier plus 6 bringt. Und sogar jetzt gleich nochmal einen größeren Wert und damit die Pestizide hier ausgleicht. Das ist ziemlich gut. Können natürlich auch nochmal verseuchte Ruinen dann abbauen, aber ist gerade an der Stelle nicht so wichtig. Hier können wir noch den Generator abbauen. Ich glaube, der braucht aber ewig, oder? Gucken mal. Der braucht 40 Minuten und ich muss 300 Journaleros dafür bereitstellen. 40 Minuten, boah. Das ist eine Menge Zeit, würde uns aber einen riesen Painpunkt abnehmen. Ach, ich weiß nicht, ob ich es tun soll. Wie lange brauchen denn hier so die anderen Dinger? Ja, so 10 Minuten, ne? Das ist halt doch schon mal ein riesen Unterschied. Ich würde sagen, wir bauen hier nochmal sowas ab, weil das wird hier unser Punkt, der jetzt nicht auch nicht mehr so einen riesen Puffer hat. Und dann können wir lieber Sachen nochmal nehmen, die hier den Umweltfaktor Boden beeinträchtigen als andere. Ja, guck mal, hier ist schon kein Baum mehr wieder in Reichweite. Haben wir schon wieder alles ausgeschöpft, was auszuschöpfen geht. Und müssen echt gucken, wie wir wieder langsam an Baumstämme kommen. Denn, ich gucke mal gerade nochmal ins Stahlwerk rein. Ne, das braucht nur Eisenmine und Kohlemine. Kohlemine ist wahrscheinlich... Wo haben wir denn welche? Hier hinten, okay. Wahrscheinlich aber auch nicht die Variante, wo wir jetzt alle sagen, das wird jetzt hier
Der Umweltfaktor, der sich lohnt. Ich würde trotzdem schon mal anfangen, welche abzubauen. Kriegen wir das hier irgendwie hin, ohne wieder super viel Land wegzunehmen? Ich glaube nicht. Shit, ey, das ist immer das Gleiche, ne? Auch hier wieder alles abgeholzt. Wie schaut denn, der Waldbestand erholt sich durch die Forsteten, das ist gut. Da haben wir, können wir ein bisschen Zeit gewinnen. Ja, ich würde trotzdem sagen, ne, wir gehen hier. Irgendwie versuchen wir hier nah am Berg durchzugehen. Ja, ist irgendwie blöd, aber wir müssen hier zu dieser Kohlemine kommen. So, das heißt Kohlemine. Bauen die Mine und ja, komm, wir bauen sie schon mal. Genau, haben dann minus Arbeitskräfte, ist aber auch gar nicht so tragisch gerade. Packen hier das Lagerhaus mal hin. Genau, verbinden die ganze Geschichte und können hier nochmal gucken, ob wir nochmal ein paar Holzfäller-Gedönsel hinpacken, um hier nochmal ein bisschen Baumbestände bzw. Baumstämme zu generieren. Okay, Tortillas laufen. Das läuft. Wie schaut es denn sonst mit den Bedürfnissen aus? Okay, Banane verbessert sich. Fisch sollte sich doch eigentlich jetzt auch verbessern. Mit drei Aquakulturen sollte da doch eigentlich viel drin sein, oder? Also ich kann mir kaum vorstellen, dass jetzt Fisch zu unserem riesen Painpunkt wird, aber anscheinend, ja, verbessert sich. Ist immer noch nicht ganz so on top und Arbeitskleidung ist auch nicht unbedingt gerade unsere Sternstunde. Hat aber keinen negativen Einfluss. Das heißt, wenn wir genug Alpaka-Wolle haben, können wir nochmal nachgucken, wie es da gerade aussieht. Das ist jetzt nicht das, wo wir gerade sprudeln, aber Rind haben wir auf jeden Fall super viel. Das heißt, wenn wir nochmal eine Alpaka-Geschichte hier bauen würden, irgendwo, wo es sich ergibt, dann hätten wir noch mal genug Materialien beisammen, um auch da weiterzukommen. Ich würde das gerne noch mal hier in den Bereich bauen. Dann müsste ich das Feld so ein bisschen anders verteilen. Ist aber, glaube ich, nicht so tragisch. Wie machen wir das am cleversten? Machen wir erstmal so. Dann machen wir mal sowas hier. Genau. Perfekt. Phase 1. Oh, warte, da müssen wir gerade ganz kurz sofort in Phase 2 gehen. Sehr gut. Der erste Teil ist abgeschlossen. Sofort abschließen. So. Beginnen sofort mit Phase 2, weil die ersten Leute dann die Materialien schon ranschaffen können. Geil, das sieht richtig gut aus. Gefällt mir. Guck mal, wie cool das aussieht. Das hat was. Das finde ich mega. Ja, okay. Ich glaube dran, Freunde. Wir können das alles schaffen. Wir können das alles schaffen. So, wir wollen hier nochmal eine Alpaka-Farm reinbauen. Das war jetzt gerade der Gedankenanstoß, den man noch hatte. Das heißt, wir packen hier, wenn wir hier nochmal eine Linie weggezogen haben, genau, packen hier dann eine Alpaka-Farm hin. Hier ist auch noch in Reichweite. Super. Okay, dann machen wir das nämlich so. Genau, das hat wieder Einfluss auf die Wasserqualität, mir bekannt. Können wir nämlich aber hier ein Feld hinpacken, hier eins und hier eins, und sollte eigentlich gar kein Baumbestand davon befallen sein. Der Weg ist zwar jetzt ein bisschen ungünstig und weit, aber wir haben hier nochmal den Bonus auf den Klärtank. Das heißt, auch das sollte alles, ja, alles im guten Bereich liegen. Besten Dank, wissen wir, denn jetzt können wir voll auf Jornaleros gehen. So, sorry, auf Obreros. Okay, jetzt müssen wir gucken. Jetzt brauchen wir Bananen, jetzt brauchen wir Fisch und jetzt brauchen wir Arbeitskleidung. Arbeitskleidung sind wir gerade dabei. Da können wir jetzt auch hier nochmal schön einfach einen hinbauen und sagen, da sollen wir nochmal Leute reinschicken. Gut, das heißt, das sollte sich normalisieren und Fisch und Banane müssen wir jetzt nochmal rangehen. Ich würde sagen, einfach noch eine Aquakultur, irgendwo, wo gut Platz ist. Wahrscheinlich hier haben wir eh abgeholzt. Hier würde ich aber gerne noch eine Forstet. Egal, wir machen jetzt Aquakulturen. Wir haben da jetzt gerade perfekt. Ruine wurde auch entfernt. Ich gehe mal wieder auf einen normaleren Modus, dass wir ein bisschen mehr Zeit gewinnen. So, Aquakultur, um noch mehr Fisch zu generieren. Und ich würde auch sagen, komm, die letzte platzieren wir hier auch eben hin. Das sollte doch noch passen. Genau. Sowas hier, perfekt. Dann haben wir jetzt alle Aquakulturen verbraucht und unser Fischbestand sollte sich gut normalisieren. Dann brauchen wir nochmal Banane. Ich würde sagen, wir nehmen hier auch gerade
mal nicht unbedingt Rücksicht auf alles Mögliche, sondern gucken, dass wir jetzt Leute auf jeden Fall in die nächste Stufe bekommen. Also Rücksicht nur hier auf die ganzen Wälder und so. Weil das wird uns eh wieder sonst auf die Füße fallen. Aber nicht in Richtung, ob das jetzt hier Monokultur oder X-Kultur ist. Okay, wenn das... Ah, okay, jetzt habe ich es gerafft. Wenn das in Reichweite ist, dann hat es einen negativen eine negative Auswirkung. Wir müssen das ja nur kurz hier temporär bauen, weil wir ja eigentlich nur die Journaleros glücklich machen müssen. Denn die Obreros brauchen ja gar keine Bananen mehr. Die bedienen sich ja danach an den Tortillas. Das heißt, umso mehr wir danach umziehen, umso weniger Bananen würden wir ja danach benötigen. Insofern ist es gerade vollkommen okay, jetzt auch hier kreuz und quer gerade so ein paar Bananenplantagen zu bauen. Hat das hier, kriegen wir hier nochmal einen guten Mittelweg hin. Perfekt, hier können wir nochmal eine bauen ohne schlechte Auswirkungen. Und dann können wir hier auch nochmal ein Feld, einfach gerade ein bisschen schlampig, ehrlicherweise, hier rumziehen. Und das sollte soweit passen. Was ist denn eigentlich hier die ganze Zeit los? Keine Ahnung, was mit dem los ist. Okay, Phase 2. Gucken wir uns das nochmal eben an. So, wir brauchen natürlich enorm viele Arbeitskräfte, brauchen Werkzeug, brauchen Ziegel. Wie schaut es mit unseren Ziegeln aus? Ziegel sind wunderbar, Ziegel gar kein Thema mehr. Und brauchen Stahl. Okay, und Stahl wird jetzt unser nächstes dickes Baby. Denn wir haben jetzt ja hier Arbeitskräfte, genau. Und haben jetzt hier die Ziegeleien. Ich würde sagen, das ist alles nicht so geil, ne? Wie weit reicht das hier noch? Kriegen wir ein Stahlwerk hier in Reichweite? Nein. Das passt hier wunderbar rein. Okay, warte mal. Was kostet denn hier so eine Werkzeugfabrik? Ach komm, scheiß drauf. Die machen wir jetzt eigentlich ehrlicherweise einfach weg. Packen hier unser Stahlwerk hin. Und machen Folgendes. Ne, Ziegel haben wir nämlich jetzt gerade wirklich für den Moment genug. Wir machen jetzt das Stahlwerk hin. Machen hier Ziegeleien. Machen wir mal kurz zwei auf Pause. Denn dann sollte das mit der Luft und ne, mit Waldbestand und so eigentlich sich gerade so ein bisschen einpendeln. Das Stahlwerk wird gleich reingehen, das heißt, wir haben dann quasi 12, wenn wir wieder verlieren. Und haben dann eigentlich doch noch einen guten Weg. Hier müssen aber auch Obreros rein. Okay, wow, jetzt wird's langsam richtig tricky. Das heißt, wenn wir jetzt hier gleich einen guten Wert bei allen haben, Banane und Fisch sollte kein Thema sein, Arbeitskleidung schon eher. Dann haben wir es geschafft und können dann hier sämtliche Sachen umziehen. Hier können wir eine Rohstufe wieder auffüllen. Haben wir irgendwie sowas? So, wie können wir denn das machen? Haben wir nicht hier sowas bekommen? Genau. Dynamit. Auffüller für Eisenvorkommen. Ja, das machen wir doch mal. Hat das jetzt einfach wieder geklappt? Ah, okay. So, jetzt haben wir es. Okay, dann haben wir hier wieder Eisen drin. Sehr gut. Denn Eisen werden wir jetzt natürlich immer wieder benötigen. Na, wir haben hier einen guten Puffer, aber mit Kohle werden wir da natürlich einiges benötigen. So, ich würde sagen, weil wir jetzt ja überall gerade noch Obreros brauchen, geben wir denen mal gerade die Tortillas und den Brühkaffee schon rüber. Dass die sich hier... Genau, dass die hier schon mal die paar Leute mehr haben. So viele Gebäude sind das nicht. Das heißt, der Konsum hält sich ja in Grenzen. Und wir kommen aber hier auf ein paar Leute, die da mal arbeiten. Hier auf ein paar Leute, die arbeiten. Und natürlich hier auch in unserer Geschichte ein bisschen weiter. Ne? Jetzt sind ein paar Waren geliefert worden. Ich mache mal hier trotzdem gerade das weg, weil wir doch an den anderen Sachen jetzt mal langsam reingehen müssen. So, ich hoffe, ey, kann sich das jetzt gerade, ja, Fisch normalisiert sich, Arbeitskleidung, Kapelle, okay, Kapelle können wir immer bauen. Und Werkzeug habe ich hier ausgeblendet, müssen wir dann auch gerade gleich nochmal reinwerfen, wenn es soweit ist. Brauchen dafür aber wieder Holz, also, ne, ihr merkt schon, das Schema fügt sich jetzt hier immer weiter und weiter. Wir gehen nochmal ein bisschen mehr auf Holz hier. So, da ist ja auch was.
Genau, hier, das können wir abbauen, Ruine entfernen. Nehmen hier nochmal die Ziegelsteine mit. Sehr, sehr gut. Genau, 25, 15, 15. Ich würde sagen, hier kommen, nächstes Ding. Wasserqualität nehmen wir mit. Kann auch abgebaut werden, genauso wie hier hinten nochmal Bodenqualität. Denn Journaleros haben wir ja gerade komplett und super viele. Da können wir die mitnehmen und vielleicht gibt es da einfach Rohstoffe, die wir gebrauchen können, die uns jetzt das Leben ein bisschen einfacher machen. Okay, Freunde, das war's für diese Folge. Wir haben ganz viele Aquakulturen geplant. Wir haben Phase 1 abgeschlossen. Der Staudamm hier bekommt langsam ein bisschen Form. Arbeitskraft ist kritisch. Wir sind mit den einzelnen Sachen nicht wirklich happy. Müssen aber weitersehen und müssen natürlich versuchen, jetzt hier unsere Bevölkerung langsam in Richtung Obreros hochzubekommen. Und da haben wir gerade eine riesen Baustelle, denn ja, wir haben einen sehr, sehr hohen Konsum und die Arbeitskleidung zum Beispiel macht hier gar nicht mit, das natürlich ziemlich blöd ist. Das heißt, wir müssten eigentlich sogar nochmal hier so eine Geschichte platzieren, dass wir hier auf die nötige Arbeitskleidung kommen. Haben vielleicht auch viele Journalero-Häuser, da muss ich vielleicht auch nochmal überlegen, das wäre vielleicht eine Maßnahme zu sagen, wir haben eh gerade so viele und die fressen uns ja eigentlich nur die einzelnen Sachen oder verbrauchen ja eigentlich nur die einzelnen Sachen, vielleicht zu sagen, ich nehme mal hier tatsächlich die alle weg, dadurch verlieren wir natürlich relativ viele Leute, aber auch der Konsum hat sich dann natürlich ein bisschen so gesehen verbessert und die paar Bretter, die ich dafür geopfert habe, die kann man auch dafür opfern. Vielleicht ist das ein guter Weg. Ich weiß es selbst noch gar nicht so richtig. Aber ich glaube, wir sind auf dem Weg zum Staudamm. Das kann man auf jeden Fall sagen. Und ich freue mich auf die nächste Folge. Es macht richtig Bock. Es ist herausfordernd. Es ist geil. Und der Staudamm wächst, Freunde. Bis zur nächsten Folge. Haut rein. Ciao, ciao.